Herzlich willkommen im Alpha Forum. Heute begrüße ich die Schauspielerin, Regisseurin, Autorin, ja, Tänzerin Cordula Tranto. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Die Brücke ist natürlich immer das erste Thema, was man hat, wenn man den Namen Tranto hört, mit dem Sie begonnen haben als junges Mädchen. Also wie hat eigentlich die Karriere, wie ist Cordula Tranto zur Schauspielerei gekommen? Ja, also ich komme aus einem Elternhaus, wo der Umgang mit Musik, mit Literatur, mit Tanz, mit bildender Kunst so selbstverständlich war wie für das Kind des Bäckers das Brot. Mein Vater war Komponist. Er war in seinen Jugendjahren der musikalisch Begleiter der Tänzerin Palucca in Dresden gewesen. Meine Mutter war Tänzerin, hat den Beruf dann aber aufgegeben, als die Kinder kamen. Und das gehörte zu unserem Alltag, mit Kultur zu leben. Und ich bekam mit 5 Jahren selbstverständlich Klavierunterricht, wollte dann Ballettunterricht haben, bekam ihn auch. Und über die Ballettschule habe ich mir selbst eine Rolle als meine Eltern, die nicht wollten, dass ich ein Kinderstar werde, habe ich mir selbst besorgt. Da wurde für einen Kinderfilm eine weibliche Hauptrolle gesucht und ich war 13 Jahre alt. Meine Eltern waren in den Ferien, waren gar nicht da. Und es gab in Berlin diesen bekannten Onkel Tobias vom Rias, Fritz Genschow, der auch Kinderfilme produzierte. Und die Ballettschule sagte mir das und schickte mich dahin. Und dann habe ich unter den Bewerberinnen halt gewonnen und diese Rolle bekommen. Und als meine Eltern zurückkamen, habe ich gesagt, ich drehe einen Film. Mein Vater hat vorher die Musik zu Pünktchen und Anton komponiert und kam einmal nach Hause und sagte, sie suchen das Pünktchen. Und da habe ich gesagt, oh, da würde ich mich gerne bewerben. Und dann sagte er, nein, also ich will nicht, dass mein Kind ein Kinderstar wird. Das lief eben durch diese Eigeninitiative, aber die Vorbereitung über diese Ballettschule. Dann kann man eigentlich sagen, dass Herbert Tranto, ihr Vater, genauso wie ihre Mutter, die Edith Kirchhoff, sozusagen die künstlerische Ader in die Wiege gelegt haben, eigentlich dagegen waren. Ich habe noch mal gegoogelt, der hat ja unglaublich viele große Filme in den 50er und 60er Jahren, also auf der Reeperbahn nachts um 12:30 mit Hans Albers in der Hauptrolle und viele andere gemacht. Wie kommt die Tochter oder das junge Mädchen mit einem Vater, der doch ein recht berühmter Mann zu dieser Zeit war, klar? Gute Frage, wie kommt jede Tochter mit ihrem Vater klar? Also Vater war natürlich sehr dominierend und dadurch, dass er zu Hause überwiegend gearbeitet hat und zwar auch nachts gearbeitet hat, er war Nachtarbeiter und saß am Schreibtisch und komponierte und schlief dann tagsüber, richtete sich natürlich auch das Alltagsleben nach ihm. Ja, ich bin mehr oder weniger gut mit ihm klargekommen, wir waren vom Wesen her sehr verschieden. Und haben uns auch zum Teil mächtig auseinandergesetzt. Er hatte, glaube ich, auch ganz große Probleme damit, dass ich dann später freiwillig den Beruf sehr in die zweite Reihe gestellt habe. Aber ich bin schon mit ihm klargekommen. Und er war natürlich insofern prägend, als er sehr professionell war und ich diese Professionalität schon als Schülerin verinnerlicht habe. Das heißt, also es hieß, wenn du Klavier spielen möchtest, übst du jeden Tag eine Stunde oder du lässt es ganz. Und diese Professionalität, die sich dann auch in der Ballettausbildung weiter fortgesetzt hat, die hat mein Leben schon bestimmt, also mein Berufsleben. Ich habe gelesen, dass Sie vor dem Abitur die Brücke, also die Hauptrolle, einer der Hauptrollen neben Fritz Wepper, Volker Lechtenbrink und vielen anderen, übernommen haben. Da war ich doch etwas überrascht. Also da müssten Sie ja das Abitur mit 17 gemacht haben. Ja, also ich hatte da großes Glück. Die Schule war also keine Belastung für mich. Ich bin mit 5 Jahren in die Schule gekommen. Dann wurde in Berlin ein halbes Jahr gestrichen. Und als ich in der 3. Klasse war, kam die Lehrerin zu mir und sagte, sag mal deiner Mutter, sie soll in die Schule kommen. Und ich kriegte so einen Kopf und sagte sie, nein, es ist nichts Schlimmes. Und meine Mutter ging dann zu diesem Termin und kam zurück und sagte,
ist es nicht mehr möglich, Unterricht mit dir zu machen, weil du dich gar nicht mehr meldest und gar nicht mehr abwartest, ob vielleicht auch ein anderer eine Antwort geben will. Du brüllst alles gleich in die Klasse und die wollen dir das Maul stopfen. Also sie wollen, dass du springst. Und so übersprang ich die dritte Klasse und das hat dann dazu geführt, dass ich also mit knapp 17 das Abitur hatte. Also sozusagen eine unglaublich strebsame und begabte Schülerin, Cordula Tranto. Ja, also wenn ich heute die Schüler sehe, besonders in Bayern, wo die Schule ein so großes Thema ist, tun die mir wirklich sehr, sehr leid. Ich selbst bin eben in den 50er Jahren, ich habe also dann 60 Abitur gemacht, in die Schule gegangen und habe wirklich das Prinzip Freiheit und Liberalität erlebt und dass wir, das war eine kleine Schule in Berlin-Nikolassee, dass wir uns gemocht fühlten. Also ich erinnere mich an keinen Tag Schulangst. Und brauchte ja dann auch schon für meine Tätigkeiten beim Fernsehen oder beim Film Urlaub von der Schule. Und die Verabredung war, in dem Moment, wo du im oberen Drittel der Klasse von deinen Leistungen her bist, kriegst du Urlaub. Und das war die Verabredung und die hat funktioniert. Sie sind das konnte ich mir sehr einfach merken, am 29. Dezember 1942 geboren, meine Mutter am 27.43, also da hat man eine ganz gute Brücke. Meine Mutter, wenn sie davon sprach, wie ihre Kindheit war, so als sei ich Kriegsgeburt oder in den letzten Jahren des Krieges geboren, mit der Käthe Kruse-Puppe und am Esstisch gespielt, wie war denn die Kindheit der Cordula Tranto nach dem Krieg? Ja, also das Datum ist einfach doof. Nicht, was die Jahreszahl angeht, sondern dieser 29. Dezember, weil nie gefeiert wurde. Also nach den Weihnachtsfeiertagen und vor Silvester hatte eigentlich niemand so richtig Lust, von den Erwachsenen Kindergeburtstag zu feiern. Und das fiel sehr, sehr oft unter den Tisch und dann sowieso in dieser Nachkriegszeit. Also ich bin in Berlin geboren, wo mein Vater Ballettkapellmeister an der Berliner Oper war, an der Staatsoper. Und dann sind meine Eltern ausgebombt und so kamen wir wieder nach Dresden, wo meine Eltern eigentlich herkamen, zu meinen Großeltern. Ich erinnere mich an diese wunderbaren Großeltern sehr gerne. Der Vater meiner Mutter, Willi Kirchhoff, war ein SPD engagiertes SPD-Mitglied, hat wirklich für die SPD auf der Straße sich eingesetzt und gekämpft und saß auch bei den Nazis eine Woche im Zuchthaus wegen dieser politischen Haltung und wurde dann nach dem Krieg der Direktor der Dresdner Straßenbahn. Und das war eine sehr feine Kindheit, weil diese Großeltern, was man gar nicht vermutet, in dieser Generation sehr fortschrittlich, sehr liberal waren. Meine Großmutter war Kindergärtnerin gewesen und hatte mir erzählt, dass als das 20. Jahrhundert anbrach, das wird das Jahrhundert des Kindes. Und ich erkenne. Ist es das geworden? Nein. Nein, leider nicht. Also da sehe ich eben Rückschritte, absolut. Und ich erinnere mich an nicht einmal eine erhobene Stimme, geschweige denn eine Zurechtweisung oder Backpfeife. Das wäre undenkbar gewesen. Bei den Großeltern, also die, meine Eltern waren da nicht ganz so geprägt, die hatten ein anderes Temperament, aber diese Großeltern, denen verdanke ich diese wunderbare Kleinkindzeit. Und ich weiß auch noch, mein Großvater hatte einen sehr besonderen Humor, dass meine Großmutter dann immer sagte, Fudel, also er wurde Vater, er wollte nicht Großvater genannt werden. Wo bleibt denn deine Würde?